Liebe Leute, da sind wir wieder hier im Konsolenkeller mit Magica, Isa und ich. Und ich habe gerade hier gelesen im Chat, dass ein neues Bard's Tale kommt. Habe ich das verpasst? Versäumt? Sagt ihr das noch was? Nein, möchtest du denn gar nicht. Bard's Tale ist auch eine schweinealte Serie. Ich glaube, das war mein erstes Rollenspiel auf dem C64 damals. Mhm. Also ganz lange her. Und da gab es noch mal so eine Art komödiantisches ISO-Perspektiven. Nicht Remake, aber so eine Art Reboot. Der hat aber kommerziell nicht so richtig funktioniert. Und stimmt es tatsächlich, dass wir einen neuen Teil bekommen werden? Das wäre aber schön. Müssen wir jetzt ein bisschen warten wegen dem Delay wahrscheinlich. Aber vielleicht, aber das würde mich jetzt aber sehr interessieren. So viel Zeit haben wir ja, würde ich sagen. Die Kreuz. Weil ehrlich gesagt, ich glaube, ehrlich gesagt, ja. Egal, wir können auch einfach weiterspielen und gleich nochmal gucken. Also wenn ein neues Bard's Tale kommen sollte, das wäre natürlich toll. Denn Bard's Tale, wie gesagt, habe ich als junger Bub zumindest gesuchtet. So, wir sind immer noch hier im Spaßland unterwegs. Isa probiert sich immer noch im Moonwalken, Eislaufen. Alter, und alles, du hast mir eben was Neues gezeigt. Und zwar das hier. Oh, das ist noch schöner, ne? Och, jetzt wurdest du von der Cutscene. Verdammte Cutscene. So, ich katsch das mal. Derjenige meinte, Bard's Tale ist auf Kickstarter. Oh, das wäre ja toll. Wie hieß der nochmal? War das Brian Fargo, der Erfinder von Bard's Tale? Ich weiß das gar nicht mehr. Michael Cranford war es nicht. Na, egal. Also, einige Elemente heben sich gegenseitig auf. Beispielsweise können die Elemente Blitz und Wasser nicht zugleich eingesetzt werden. Aha. Leben und Tod. Leben und Tod ergibt Sinn, ja. Gut, gut, gut. Okay, also ich hätte dich wahrscheinlich aufstehen. Wahrscheinlich stand ich nicht nah genug an dir dran oder so, weißt du, um dich eben wiederzubeleben. Ja, als du es probiert hast, meinst du? Können wir das wohl hier. Genau, als ich es probiert habe, können wir das vielleicht vereisen? Das interessiert mich jetzt. Eis war LB und A. ja, guck ruhig, ich verstehe das sehr gut. Okay, in 3. Oh, guck mal. Wir kommen da nicht runter. Über den Fluss. Doch. Vorsicht, nicht ins Wasser. Oh, ich komme aber nicht mehr hoch. Ich versuche mich mal zu retten irgendwie. Vielleicht da hinten? Nein! So super smarte Idee. Kann ich dich da wiederbeleben? Warte mal. Ja, probier mal. Wiederbeleben war nach unten. Ja. Wunderbar. Ich glaube, ich muss gar nicht zu deiner Leiche hin. Ich kann das überall machen. Ja, aber ich habe es auch vorhin. Dann bist du bei mir wiederbelebt oder so. Anscheinend, ja. Also. Artefakt-Set normal. Freischaltung gefunden, 8 von 10. Okay, ja, whatever. Das war jetzt ja auch nur der Prolog, ne? Das war jetzt ja ganz easy. Und hier ist wieder dein Skyrim-Ladeschild, Schirm, der aber so kurz ist zum Glück, dass man ihn direkt wegdrücken kann. Greta Lutherbunk, and you're welcome to Utendependent. Second in the quiz of champ, jemandem. Ich versuche das zu verstehen, aber das ist kein Englisch. Das ist ich glaube, das ist Schwedisch. Echt? Ich glaube tatsächlich, oder es ist eine Spaßsprache. Wobei Schwedisch und Spaßsprache auch relativ nah beieinander liegen. Vorräte, können wir die mitnehmen? Können wir die nicht alle töten oder so? Ich probiere mal mit einem Feuer. Oh ja, oh, wir können. Ich glaube nicht, dass es gut ist. Die haben ein Fest der guten Laune. Du bist grausam und gemein, Isa. Ach guck, die haben Loot. Und die haben einen übergroßen. Solche Einkaufszettel liebe ich. Käse, Milch, Eier. Wie viel Milch? Wie viele Eier und welchen Käse? Mann, ey. Der letzte Punkt ist auch gut, ne? Punkt. Ja. Oh, runter vom Feld? Schnell, sonst wird er wild. Ja, dann werd mal wild. Ich bin nämlich sauber. Ich mach dir sogar noch unordentlich hier. Achtung. Bam. Oh, das kannst du nicht machen. Ich entschuldige mich für Isa mit einer Heilung. So. Mehr ist nicht drin. Aber stell dir das mal mit Mana vor. Dann wäre dieses ganze Zauberding ja nicht mehr möglich. Das ist der Tag der gegenseitigen Abhängigkeit. Wie geht der Zauber zum Beschwören der Skelette? Den haben wir, glaube ich, noch nicht gefunden. Falls es den überhaupt denn wirklich gibt. Hier ist eine Truhe. Oh. Oh. Das erinnert mich doch sehr an die Kisten aus Dark Souls. Und, Warte, wie war Stoßen nochmal? Nach links. Nach links, genau. Ich will die öffnen. Also du kannst diese ganzen Stoßen, Wiederbelebungsgeschichten. Oh, das brennt. Was machen wir denn da nur? Wissen, was Wasser war. Das war nicht Wasser. Oh, sorry. Ich dachte, das wäre eine gute Idee. Ich wollte euch... Okay. Also. Wieso haben die beweglich auf Holzpferde? Das hört sich aber wirklich ein bisschen schwer. Haben die Schweden nicht auch so Holzpferdfiguren, die hinstellen zu irgendeinem Fest, zu einem Volksfest oder so? Kann sein. Ich
Ich muss sagen, alles, was ich von der schwedischen Kultur kenne, kenne ich eigentlich nur von einem großen Möbelhaus. Das Möhrebröt. Genau. Ach Gott, Midsommarfest. Midsommar, genau. Da bin ich. Aber ich glaube, die sind alle nicht so ganz wichtig. Ne? Wir können jetzt mit denen quatschen, aber wir wollen ja eigentlich doch auch kämpfen. Eigentlich hier ist ein Zelt. Vielleicht gibt es da was. Da rein? Ja. Okay, also aber die Musik können. Ändert sich. Oh, das ist vielleicht ist das später ein wichtig. Gag, oder so. Ja. Das können wir da können. Das ist aber auch die Stadt der Klone, ne? Der Klone? Ja, hier guck dir die Zwillinge mal an. Oh ja. Zwillinge Blondschopf. Aber der eine hat einen Pferdeschwanz. Hat der oh, der andere auch, okay. Und wieso ist die Musik jetzt weg? Bug oder? Ich sag, das war das Zelt. Hast du gesehen? Ich bin ja, in das Zelt rein. Das Musikzelt. Ach, du willst mir also jetzt weiß machen, dass das. Wie war das? Und wenn ich da reinlaufe? Das ist Disco-Zelt, definitiv. Und das, da, ist der, da ist die unsichtbare Musikgrenze. Ja, halt echt. Na gut, deswegen ist die Musik wieder da. Von die, wir sind ja eigentlich gute Zauberer, glaube ich zumindest. Wann ist das Spiel eigentlich rausgekommen? Der zweite Teil ist jetzt vor wenigen Tagen, ich glaube am 27. Mai. Super cool. Also noch super frisch. Aber das Holzpferd, ob ein Holzpferd brennt, werde ich jetzt rauskriegen. Alter Verwalter! Die Blutfolge. Guck dir das an! Können wir das wiederbeleben? Das wäre schön, aber ich glaube leider nicht. Alter. Aus Fleischbrocken wieder ein Pferd zusammen. Ein Holzpferd von jetzt war auch ein Holzpferd. Ey, ich möchte das nochmal. Wollen wir das nochmal machen? Das hat Spaß gemacht. Ja. Hammer. Hau den Zauberer, Zauber. Sehr gut. Wie demütigend. Oder? Weg da? Ich nehme erstmal den Hammer mit. Oh. Alter Verwalter, pass mal auf jetzt hier. Achso, du. Oh, nee, kann ich aber auch. Hammer? Mhm. Geht aber nicht. Kann ich denn auch einen Feuerhammer machen? Das probiere ich jetzt mal aus. Ah, nice. Geil, guck mal hier, ein Feuerhammer. Sowas. Ich will so ein Todesschwert oder so. Und dann kann ich das auf mein Schwert? Ja, ja. Natürlich. Und ich möchte gerne, ehrlich gesagt, einen Blitzhammer haben, Vitor. Oh, oh, oh. Das sind die kleinen, Alter, Blut. Okay, okay, die müssen wir jetzt töten. All eure Feuer sind jetzt. Wir haben schon wieder den Streik. Sehr, ja, was, ich glaube, das ist bestimmt cool, wenn man okay, sauber was zu treffen hat. Alter, guck dir mal die Pfützen an, die hinterlassen. Ich wollte gerade sagen, jetzt weiß ich nämlich auch, warum das Ding ab 16 okay, ist. Warte mal, diese Fässer, kann man die sprengen? Vielleicht noch? Rote Fässer kann man immer sprengen. Ja, aber ich da links tippen. Ist nämlich ein blaues, nur mit Feuer oder so. Oh, sorry. Ich mach immer, warte mal, ich muss einfach. Pass mal auf, was ich jetzt probiere. Nee, das wollte ich nicht. Oh, was ist, wenn ich dich jetzt mit meinem Feuer, mit meinem Heilungsschwert schlage? Mach mal. Ich hoffe. Ja. Ja, also beides, ne? Oh, aua! Scheiße. Aber du hast dich geheilt. Ah, das ist cool. Das heißt, das ist so ein Live-Stil-Ding. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Hm? Ich mache jetzt was ganz total Geiles. Pass töten, mal auf. Nein, pass mal auf. Schau her, ob es klappt. Ich werde jetzt Feuer mit Erde verbinden. Mhm. In der Hoffnung, daraus einen Feuerball zu machen. So ein Feuerball. Yeah! Ne? Doch, sehr cool, sehr cool. Und das macht... Kriegst du damit. Und dann wird immer. Je länger man sich Zeit lässt mit dem. Yeah! Ach, auf auch noch? Genau. Oh Gott. Okay, das ist ja das geil. Wo war Erde nochmal? Erde war B, also der rote rechts. Oh, warte. Sorry, also, der rote rechts. Zweimal Erde und einmal Feuer? Ich glaube, das ist fast. Also, wenn man nur einmal macht, dann krieg ich diesen hier. Das wenn ich jetzt zweimal. Ah, guck mal hier. Captain. Oh, daneben. Oh Gott, da kommt noch mehr! Oh Gott, die hab ich nicht. Ja, jetzt, wir haben die gerade getriggert. Sie sehen ein bisschen aus wie Simsala. Oh Gott. Wie Sasa? Scheiße. Oh, die haben den getötet, den Dorfbewohner. Oh, hast du. Bist du gerade gestorben? Ja. Oh, warte hast mal. Hast du so ein AOE-Ding oh. gemacht? Hast du so... Eigentlich nicht. Okay. Ich glaube, ehrlich gesagt. Was ist das? Ich bin unschuldig. Was? Zauberschwert. Ich mein, was ist das denn? Zauberschwert. Oh nein. Ach, wenn ich respawne, habe ich mein Zauberschwert wieder und kann es quasi nochmal aufnehmen. Ach, du meinst, dass das die Anfangswaffe, die hast du dann? Genau. Ah, okay. Also so sah das gerade zumindest aus. Alter, hier ist ich noch will jetzt mindestens einen mit einem fetten Feuerball. Ich bin nicht so, ich variiere nicht so viel, aber... Nee, aber der Strahl weg. Ist auch nicht schlecht. Wo ist er denn? Da ist weggerannt gerade. Meinst du, kriegen wir noch? Yeah, bam! Ach, daneben! Oh, warte. Also wenn man auf jeden Fall zweimal Feuer macht und... Oh, es wird schon ein bisschen ich besser. Ich bin gerade fast durchgelaufen. Da. Der stimmt jetzt. Der auch. Oh, nein. Nein. So. Das Schöne ist am Feuerball, es ist viel befriedigender, wenn man damit trifft. Oh, sorry.
Ich habe vor allem gerade noch mein Zauber, dieses Heilungsschwert aufgeladen und wollte das ihn damit töten. Und dann laufe ich ja, in deine Explosion. Nee, das war der Heilstrahl. Nein, das war nicht der Heilstrahl. Ich doch, das war doch der Heilstrahl. Nicht? Probier ich nochmal aus. Okay, warte. Hier, doch, das war der Heilstrahl. Oh, guck mal, Blumen. Blumen, mach das. Okay, das machen wir nochmal, oder? Was, das müssen wir echt nochmal machen. Warte. Okay. Oh, scheiße, ich war zu früh. Ich mach noch. Guck mal, was da passiert ist. Das warum ist der Tisch... Sah das nicht aus wie Gold? Kriegen wir da jetzt irgendwas für? Hier geht's so, fängt so man fängt man sich... Alle tot, aber Hauptsache Ameisen. Aber wir lass uns das doch mal probieren. Was passiert denn, wenn wir Feuer und Wasser aufeinander schießen? Ah, guck mal, wie cool ich kann... Das reagiert so, wenn ich dagegen laufe, so. Wie sagt man? Reagiert. Physik. Genau, Physik... Wahnsinn. Mach da, Stein war das? Ich mach jetzt mal, pass mal auf, ich schieß mal mit Feuer auf dich. Oh süß, ein Kiesel. Bam. Okay, schieß mal ein Feuer auf mich. Pass auf. Und du Wasser? Obwohl, ist egal, ist egal. Bleib mal probieren. Eins, zwei, obwohl, ist egal. Warte, Wasser war... Wasser war LBA, glaube ich. Also LB in Kombination mit A. Okay. Nee, das ist Eis, aber egal, probieren wir mal aus. Drei, zwei, eins. Nee, ich glaube... Oh, guck mal, wir können die Schweine da töten. Und du hast mich auf jeden Fall... Ich hab dich eingefroren. Ist aber nicht schlimm. Okay, ich muss mich auch anders... Ja, wie Schweine gebraten. Okay, also dieses Anwenden funktioniert jetzt schon. Ich weiß noch nicht, was es mir zum Beispiel bringen würde, Tod auf mich selber anzuwenden nur. Vielleicht gar nichts. Meinst du, das funktioniert dann? Aber das ist ja so widersinnig. Also, weil das... Also Tod auf dich selbst hatten wir ja gerade schon. Das nimmt dir viel Energie weg. Also, ne? Ordentlichen Batzen. Ja, gut. Wasser wegspielen. Wie nennt man das? Physik? Nein, dass die Dinger so reagiert haben, so weggebounced sind, wenn ich dagegen gelaufen bin. Ja, die haben reagiert halt, ne? Aber wir können schon wegdrücken hier. Ich wollte gerade sagen, warum steht da RT? Wir müssen gar nicht mehr warten hier. Oh, der Vampir. Unser. Vor allem, die ganze Zeit der Arm sickt, ne? Also, ich finde die Ideen bisher sehr charmant, muss ich sagen. Oh. Oh, Entschuldigung, ich dachte, du wärst ein Goblin, der auf mich zuläuft. Und du mit. Der Todesstrahl ist mein Guto. Bam! Ja, der Todesstrahl ist nicht schlecht. Die explodieren, kann das sein? Wenn die vom Todesstrahl getroffen werden. Ja, das ist nur ein bisschen. Schade, es wäre schön, wenn es hier ein bisschen transparent würde. Oh, ungut. Oh Gott. Ah, die explodieren wirklich. Ja, wenn du sie mit dem Todesstrahl bestrahlst, ja, stimmt. Was passiert denn, wenn ich tot und mache ich dann so ein Todes... Geh mal auf, jetzt hier. Ich bin echt... Ich muss immer mehr... Ah, ich kann auch einen Todesball schicken. Guck mal. Ich kann auch so... Uff. Jetzt. Das haben wir natürlich selber erwischt. Zeit für Selbstheilung. Die explodieren. Pass mal auf, ich will jetzt mal einen Eisball schicken. Wenn ich die mit dem Todesstrahl töte, explodieren die und dann kriege ich da auch Schaden. Also dann gibt es wieder diesen AOE-Schaden, glaube ich. Ja. Ja, also der Eisball bringt da natürlich nichts, wenn die da hocken, aber... Das war Schild. Okay, was war das? Oh, Alter. Warte mal. Komm mal kurz her. Ja. Schieß mal mit irgendeinem Strahl da drauf. Oh, das wird abgelenkt. Ja. Also zumindest dein Strahl, ja? Ja, es wird reflektiert. Das war eben bei dem Heilungsstrahl auch so. Ich konnte nicht widerstehen. Es war dumm. Weil ich natürlich direkt davor stand. Ich weiß nicht, ob ich zu dir hinrennen muss. Willst du deinen Hammer wieder mitnehmen? Der liegt da. Ja, der hat mir irgendwie gefallen, auch wenn ich ihn gar nicht benutzt habe. So. Was war vorher nochmal? Das war Schild. Das war Lehm. Das war Eis. Das war Wasser. Dann haben wir... Ah, Elektrizität ist okay. Ist tot. Ah, das ist schon cool. Also ich finde das auch cool, dass man so verschiedene Schilde machen kann, ne? Also so. Mhm. Die Idee ist nicht schlecht. Ein Wasserstrahl. Da kommen bestimmt nachher auch hoffentlich noch Situationen. Ein brennender Todesstrahl. Genau, wo man das einfach machen muss. Und ich kann aber nur drei aufladen oder kann ich mehr aufladen? Du kannst. Ach doch, ich mach mal da Elektrizität. Ja. Oh, guck mal. Der hat auch keine anderen Sorgen, ne? Ja, das ganze Dorf abgeschlachtet, aber Hauptsache sein Ding funktioniert wieder. Oh, ich hab Narrenstab. Bonus, Fokus, okay. Warte mal. Oh ja.
Oh ja, danke. Nee, das war das Falsche. Kein Problem. Ja, das ist das Praktischste, genau. Ja, wenn beide so low sind. Er ist in seinen Stiefeln gestorben, ja. Oh, können wir ins Zirkuszelt rein? Meinst du? Da waren wir noch nicht. Stimmt, das recht. Ja, aber die Musik wechselt nicht. Na, das ist einfach, das ist schon geschlossen. Also so viel zum lustigen Fest. Ist nicht mehr viel von übrig geblieben, ne? Allerdings. Oder nächster Einkaufszettel. Oh. Ah, guck mal. Nein, die sind alle gut. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber das ist auch wieder ein kurzer. Oh, die sind böse. Aber das ist nicht schlecht, wenn man Blitz macht, dann springt das so über. Und wenn du Todesstrahl machst und einer in einer Horde Gegner explodiert, dann kriegt er diesen AOE-Blitz, Todesding. Und das ist dann ja an sich gut, wenn du nicht selber drin stehst. Das stimmt. Okay. Oh Gott, die sind mir ein bisschen. Also ja, das sind so Mafia-Goblins. The super happy clap with Manu va Umeili. Leave a sender mir to dir. Das ist doch gar nicht. Ist das eine Fantasie? Ich kenne leider kein Schwedisch. Es hat sich das eine. Oh, das ist das für eine geile Falle. Oh, warte. So. Also die Nahkampfwaffen bringen aber nicht so viel. Der geplatzt ist so, das wollte ich nicht. Kann ich die auch abwählen wieder, die Elemente, wenn ich die schon ausgewählt habe? Ja, ich glaube, du kannst, wenn du das gegenteilige Element auswählst. Oh. Dann gehen, ja, aber das muss man natürlich erstmal drauf haben. Sowas stand da vorhin. Pass mal auf, jetzt müssen wir aber einmal hier irgendwie was einen speziellen Zauber anwenden. Und zwar den Schild, ach du, okay, tot, Schild. Oh. War das jetzt, warte mal. Sind nützlich, um zwei Schadensquellen zugleich fertig zu werden. Eine heilt euch, aha. Okay, also, erstes Schild und dann. Das ist so eine, ach so, das absorbiert, alles klar. Welches? Ich glaube, das müssen wir beide, du musst einmal Schild machen. Okay, das Schild ist LB und B. Aha, und dann tot? Und dann tot. Das ist Leben. Genau, das jetzt, oh. Das ist ja geil. Was man immer hier lernt, ne? So per Zufall. Ja, und dann. Und einfach nur Y. Und dann RB drücken, um es auf dich selbst zu wirken. Und gedrückt halten. Ah. Denke ich mal. Nee. Ja, bei mir klappt's. Bei dir auch. Ja, man nimmt weniger Schaden, aber man nimmt noch Schaden. Ja, aber das eine gibt dir, glaube ich, Energie zurück. So ein bisschen. Okay, deswegen, sonst wären wir, nämlich ganz schnell gestorben. Ja, das scheint eine gewisse Zeit. Das ist relativ lange. Das ist cool. Okay, das sieht auch nach Fallen aus. Das sieht nach räum mich aus dem Weg aus. Okay. Oh, aber das sieht nach Feuer und Proggen. Ja, genau. Feuer und Erde, ne? Das war. Das müsste klappen. Wir benennen die um. Das war das und Feuer war. Ja. Yeah. Nee. Ich hab meinen schon weggemacht. Moment. Kannst du auch mit Wasser probieren? Tja, was war das? Feuer war ganz normal A. Ah, okay. Und dann. Und Erde war B. Ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, dann wird's. Und wenn ich jetzt. Loslasse? Genau, ja. Yeah. Aber wenn ich das gedrückt halte, den Steuerknüppel, lädt er aber nicht auf. Also, gefühlt nicht, oder? Nee, also, ich probiere das jetzt nochmal einmal auch aus. Ich mache jetzt mal. Das ist jetzt die Basisausstattung. Okay. Das drücke ich einmal nur ganz kurz. Ah, okay. Ah, das scheint die Distanz davon. Weißt du, je länger ich drücke, desto. Ja, desto weiter geht der. Aber wenn ich jetzt zweimal Feuer und zweimal Ball mache. Und nur ganz kurz mache. Ja, dann wirf dann ganz kurz. Und wenn ich jetzt lange drücke. Oh, hast du den gesehen? Wie der weggezischt ist? Ja, aber das sind. So, und da ganz lange durch. Na, schade, eben ist er weiter. Da habe ich auch länger gewartet, glaube ich. Ich mach nochmal den kleinen Direktvergleich. Ich dachte, du willst nee. Damit sagen, dass der geht doch weiter, ne? Es scheint so zu sein, wenn du nur einmal machst, einmal Feuer, einmal Erde und lang gedrückt hältst. Was war das denn? Ich helfe dir sofort. Ich habe X gedrückt. Ach, das war irgendwie ein Selbstding. Guck mal hier, wenn ich jetzt lange drücke, ich habe jetzt nur einmal Feuer und einmal Erde. Dann macht er den, wenn ich jetzt zweimal Feuer mache und einmal Erde, mal gucken, was er dann macht. Dann ist er langsamer, dann ist er wahrscheinlich noch mehr, dann ist es wahrscheinlich mehr so ein Erdgeschoss. Dann der ist immer noch der, aber wenn ich jetzt zweimal Erde mache, dann macht er nämlich, glaube ich, so eine Granate. Ja. Alles klar, wieder was gelernt. So, oh, da ist ein Bienenstock. Aber da werde ich nicht hinkommen. Okay. Ja, da komme ich nicht hin.
Ah, okay. Also hast wenn du was gelesen selber, im Chat gerade? Wenn du selber nass bist und versuchst Strom zu benutzen, dann elektrocutest du dich. Ah, das ergibt Sinn. Aber das, stopp, bedeutet das im Umkehrschluss, wenn ich jetzt hier Wasser spritze mit einfach mal hier, bleibt es dann liegen? Warte mal. Nee, es bleibt aber nicht liegen. Jetzt Elektrizität. Genau. Okay, das sollte ich nicht tun. Aber vielleicht kann ich ja so eine Eisbarriere machen. Beef kommt auf YouTube, wenn es hochgeladen wird. Das könnt ihr euch einfach mal merken. Das werde ich so oft gefragt. Ja. Es wird in der Regel ein, zwei Tage nach Sonntag hochgeladen. Da ist Dennis dran. Und das kommt garantiert. Und es kommt auch garantiert vom Wochenende. Aber Geduld. Ja, muss man mal mitbringen. Ich würde jetzt... Ach, guck mal, da ist nochmal unser Blumentrick. Mhm. Ach so, ja, das, was wir mit dem Dings gemacht haben, ne? Mhm. Guck mal, da sind die... Das, der ist wieder gut. What am I do? Schwarzen, Alter, ich bin aufgespießt. Wo? Hier. Das ist keine Deko. Wie aufgespießt? Hier. Da. Der eine hängt hier. Wo hängt der denn? Der steht da doch einfach nur. Nein, der hängt der da nicht? Oh, der steht. Achso, ich dachte, siehst du den Schatten da drunter? Ich dachte, das wäre ein Pfahl, an dem er hängt. Ach so, du hast aber auch, du hast ja einen. Das ist ja schrecklich. Ah, da war ein Bienenstock wieder. Ja, guck. Ah, jetzt geht's weiter. Den geht's jetzt auch nicht mehr so gut. Wer eine Feuerfackel hat, braucht... Welches Element? Um Feuerfackel. Also Wasser. Oder ja, würde ich, jetzt mal probieren. Okay. Also Wasser war... Aber das hält ihn nur auf. Das ist langweilig. Ah. Töten. Oh Gott. Ich versuche jetzt mal... Können wir ein Wasserschild machen? Ah, Wasserbombe war schon mal ganz gut. Aber pass mal auf. Ist ja Bossgegner-Time gerade, ne? Sozusagen. Ich möchte jetzt mal einen. Mach du doch mal einen nass und ich mach mit Blitz. Ich renn gerade weg. Oh nein. Du musst dich selber heilen. Wollen wir das mal probieren? Warte. Er kommt gleich. Oh Gott. Ich renn gerade. Ach, jetzt habe ich mich selber beblitzt. Ich bin ja dumm. Du musst mich mal bitte einmal heilen, schnell, falls möglich. Danke. Du hast. Ich renn nur noch weg, warte. Pass mal auf, ich mach jetzt mal den nass und du kannst ja mal Blitz zaubern, wenn du willst. Okay, Blitzzauber. Warte, ich mach eben nass. Boah, das hat was gebracht. Sehr gut. Jetzt kann ich immer noch hier. Ich muss diesen Bienenkorb jetzt mit Feuer. Ja, klar. Mit Feuer? Ach, das geht nicht. Mit einem Stein vielleicht dagegen werfen, gegen den Baum, dass die Erschütterung den runter. Oder wir können dagegen stoßen. Warte. Warte, ich habe gerade einen Stein noch. Warte, aber ich lade schon mal Wasser. Das war, au! Willst du mit Wasser runterholen? Nee, mit Wasser nicht, aber ich würde, glaube ich, gegen den Stamm vom Baum. Was passiert denn, wenn ich. Mach doch mal diesen Wasserstrahl, bitte. Ich möchte jetzt mal versuchen, den anzublitzen. Wenn du jetzt Wasser machst. Okay, das geht schon mal nicht. Oh, Entschuldigung. Die können sich auch nicht treffen, ne? Nee. Schild war das. Und dann genau. Haben wir Wasser war das. Was ist das eigentlich? Kannst du da reinblitzen? Da rein, warte. Nee, aber ich kann durchblitzen. Das macht mir sogar da durchschatten. Aber kann ich jetzt da durch... Okay, das konnte ich jetzt damit... Feuer löschen, okay. Oder das ist gerade zufällig weggegangen. Ist ein Feuerschild? Feuer war... Nein, das war Schild. Also man gewöhnt sich schon irgendwann so ein bisschen an die Steuerung, aber es ist trotzdem immer noch... Das ist viel Experimentieren, aber das finde ich jetzt gerade witzig. Ja, auf jeden Fall. Weil wir hatten ja schon ein paar lustige Überraschungen. Ja. Drachenstreich, was ist das denn Schönes? Ein neues Magic. So. Oh, wir müssen gleich schon wieder in die Werbung abgeben. Ich glaube, bevor wir den nächsten Level spielen, wir haben eine neue Robe. Aber kurz mal gucken, was unser Freund Vlad. Ich meine Farbe ändern. Charlatana nostre de holme grande de plaskisins. Or sextelum titersin. Je buxpratel de plasks vimare. Je uplistig de sticky lucky de propeta. Das muss ich jetzt noch ausprobieren. Also, ja, bla bla. Können wir ihn skippen? Also, wir waren verhältnismäßig quatschbedürftig. Das kommt mir bekannt vor.
von mir. Okay, okay. Warte, ich muss auch einmal, du auch, ne? Stein war was nochmal? Ich hab schon wieder... Ah ja. Nee, es war was anderes. Stein ist B. Ah. Ja, wir haben noch genug Zeit, uns dran zu... Oh, Entschuldigung. Oh. Ich hab ein Steinschwert. Nee, das wollte ich aber nicht. Kann ich das jetzt hier komplett vereisen? Ich glaube, wir müssen kurz in die Werbung abgeben, bevor wir probieren, die gesamte Kristallbruch zu vereisen, würde ich sagen. Das schaffen wir. Das schaffen wir definitiv. Bis gleich. Bis gleich. Doch nicht in die Werbung? Nein. Ich habe eben gedacht, wenn ein Timer abgelaufen wird, in die Werbung gehen soll. Ja, ja. Ah, okay. Okay, also dann gehen wir jetzt in die Werbung ab. Bis gleich. Bis gleich.